Hallo und willkommen hier wieder zu Link Friends Pack, ein neues Link Monster dann auch noch, und zwar Preperturl King Archfiend. Ein Link 2 Finsternis Unterwäldler Effektmonster mit 2000 Angriff. Die Link Marker sind links unten und rechts unten. Er braucht zwei Unterwäldler Monster als Link Material. Dann während jeder Standby, also deiner Standwaffe, also zahle 500 Lebenspunkte oder zerstöre diese Karte. Okay, das ist jetzt nicht so gut, aber naja. Dann diese Karte, der erste Effekt und der zweite Effekt kann nur aktiviert werden in derselben Kette. Okay, wenn man Lebenspunkte zahlt, man kann ein Unterweltler-Monster, dessen ATK oder Verteidigung gleich den Lebenspunkte ist oder ja, gleich den Lebenspunkt ist, die Person gezahlt hat, auf den Friedhof senden. Und der zweite Effekt ist, wenn ein Monster ist auf den Friedhof gesendet, dann kann man einen sechsseitigen Würfel würfeln. Okay, und je nachdem, was für ein Ergebnis man hat, kann man den folgenden Effekt dann noch dazu einsetzen. Bei 1 kann man diese Karte in den Hand schicken, bei 2 bis 5 die Karte wieder ins Deck mischen. Und bei 6 ist als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Ich würde sagen, das ist nicht so gut. Die Karte generell. Du musst erst einen Lebenspunkt bezahlen und dann darfst du dir was auf den Friedhof legen und dann musst du es dir auswürfeln, ob du es überhaupt in die Hand kriegst, aufs Feld kriegst oder einfach wieder zurück ins Deck und du hast einfach 500 gezahlt. Ja. Okay. Und dann ist ja noch die Dings bei 500, das muss ja das sein. Außer man macht was anderes, wenn man so Lebenspunkte zahlen muss. Ja, das Böse ist ja, man muss es zahlen und man kriegt sich als Effektschaden. Okay, das könnte vielleicht mit Kettenenergie oder sowas ein bisschen synergieren. Man muss auch immer 500 Lebenspunkte zahlen, um ein Monster, also eine Karte in der Hand zu aktivieren. Weil das ist anscheinend so oft wie man will, also da kann man es dann schon oft raustreiben, da diesen Effekt. Naja, also gut ist vielleicht mit Kettenenergie in Verbindung, aber sonst würde ich sagen, ist es nicht so gut. Gut, das war's dann auch schon wieder mit diesen News und bis zum nächsten Mal.